die Katze auf dem Baum. Die Katze hat sich im Birnbaum verstiegen, ist zum Springen zu ängstlich, sie kann ja nicht fliegen. Papa steigt auf die Leiter, Mama ruft, pass auf, Papa klettert weiter. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Die Leiter kippt um, weil sie nicht richtig steht. Papa landet darum im Blumenbeet. Papa fühlt eine Weile, kein Schmerz, keinen Bruch, nur eine prachtvolle Beule. Also, nächster Versuch. Bald geht es weiter. Diesmal klappt es bestimmt, weil er keine Leiter zu Hilfe nimmt. Er schwingt sich empor mit seinem ganzen Gewicht und arbeitet sich vor auf dem Ast. Doch der bricht. Papa war zu schwer. Der Ast fliegt auf den Boden, Papa fliegt hinterher. Die Katze aber, die bleibt oben. Erstmal sitzt er nur da. Gott sei Dank, nichts passiert. Mal sehen, was Papa als nächstes probiert. Er steigt auf die Mauer und ruft, macht mal Platz und springt dann plötzlich mit einem Riesensatz rein in den Baum, auf die Katze drauf. Die kriegt einen Schreck, springt auf und rennt weg. Wir haben sie wiedergefunden, sie ist gesund und munter. Nur Papa sitzt seit Stunden auf dem Birnbaum und kann nicht runter.